Hallo an alle Skat-Freunde. Heute erlebt ihr mich wahrlich in allerbester Laune, denn das Werk ist endlich vollbracht. Alles ist gesagt, das letzte Wort geschrieben. Ich habe fertig und jetzt kommt ihr. Das Werk, von dem ich spreche, es ist nicht weniger als ein komplettes interaktives Skat-Training. Ihr findet es in der beliebtesten Skat-App für Smartphone und fürs Tablet. Daniels Strategietrainer, schaut euch das mal an. Das bin tatsächlich ich. Ich kann selbst manchmal noch gar nicht glauben. Doch, ich habe euch hier mehrere Dutzend Übungspartien geschrieben. Und wenn ihr euch die kostenlose App runterladet, wenn ihr diese Partien durchspielt, dann habt ihr mich und auch eure Gegner so gut wie in der Tasche. Gut gebrüllt, oder? Doch, ihr braucht die Katze ja gar nicht im Sack kaufen. Erstens mal, weil die App ja kostenlos ist und zweitens, weil wir auch gerne jetzt nochmal gemeinsam reinschauen können, wie dieses Training ganz konkret funktioniert. So präsentiert sich euch der Startbildschirm der Skat-App. Wie gewohnt könnt ihr also gegen den Computer spielen, auch online mit Freunden spielen, oder ihr versucht den Strategietrainer, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Dort findet ihr eine riesige Auswahl an Übungspartien in den unterschiedlichsten Bereichen. Es geht also ganz einfach los. Wann sollte ich überhaupt Alleinspieler werden? Aber es gibt auch Übungen zur Strategie im Gegenspiel, Ausspiel auf den langen Weg, Ausspiel auf dem kurzen Weg. Wann spiele ich unter durch? Was geben sich die Skat-Profis für geheime Zeichen? Auch die Nullspiele werden behandelt und am Ende auch ein paar ganz harte Nüsse für die extremen Spieler von euch, die es wirklich wissen wollen. Und da schauen wir uns jetzt hier mal einen an, den bunten Hundsämen, so heißt die Partie. Und diese Kartenverteilung habe ich in jungen Jahren selber einmal gespielt. Wenn ihr also so eine Übung startet, dann bekommt ihr eine Verteilung und spielt ganz normal gegen die Computergegner, fangt an zu reizen. Allerdings habt ihr hier unten rechts im Bild einen kleinen Coach, der euch manchmal über die Schulter schaut, auf die Finger haut, vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven geht. Und wenn ihr etwa Quatsch machen wollt, wie zum Beispiel hier Handspielen in diesen Partie, dann sage ich euch auch nein, das machen wir hier nicht. Wir wollen schon in den Skat schauen. Oder zweites Beispiel, wenn ihr jetzt hier etwa das Herz Ass drücken würdet, das ist natürlich auch Quatsch und das lasse ich euch nicht durchgehen. Bitte Kreuz König und die Karo 10 in den Keller tun und dann kann die Spielansage losgehen. Pik wählt ihr hier mit diesem Sechstrümpfer, die Gegner öffnen das Spiel. Und im Spielverlauf gebe ich euch dann ab und an auch schon mal einen kleinen Hinweis. Hier zum Beispiel heißt es, bitte schnippel hier mit einem Bild, dein Spiel ist stark. Und dann lasse ich euch auch wieder an der langen Leine laufen. Das heißt, jetzt setzt ihr selber fort. Was bietet sich an? Natürlich mal ein Trumpfzug. Was ihr hier auch sehen könnt, es ist natürlich ein Übungsmodus. Das heißt, die Punkte werden gezählt bei euch und bei den Gegnern. Das könnt ihr in der App einstellen. Und ihr könnt auch Züge zurücknehmen, euren eigenen Weg erforschen. Also definitiv zum Ausprobieren, aber letztendlich doch mit dem Ziel, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn ihr es hier verfolgt habt, die Trümpfe standen schlecht dagegen und ich habe bei diesem Spiel jetzt nur 55 Augen erreicht, also verloren. Und dann gibt es am Ende schon die Auswertung. Nicht bestanden, kein Pokal, Lernziel verfehlt. Mit anderen Worten, in diesem Spiel war ein bisschen mehr möglich. Das könnt ihr euch dann auch anschauen, am einfachsten erstmal über den Spielverlauf. Da seht ihr die komplette Verteilung und wie die Stiche gefallen sind. Allerdings natürlich mit dem Ziel, die Übung dann nochmal zu wiederholen und zu bestehen. Letztlich wird hier nicht nur der Skat-Leidenschaft gefrönt, sondern auch der Sammelleidenschaft. Das heißt, ihr seid auf der Suche nach Pokalen. Für jede perfekt gelöste Aufgabe gibt es drei Pokale und die könnt ihr auch dann in der Erfolgsansicht anschauen. Ich zum Beispiel habe hier in meinem eigenen Strategietrainer gerade mal 15 Übungspartien erst gelöst und 43 Pokale. Da geht noch was, da ist noch eine ganze Menge zu tun. Wow, geiles Ding. Und jetzt frage ich euch, nehmt ihr die Herausforderung an?